Dann legen wir langsam los mit der Session. Mein Thema ist heute eben besser lernen mit KI. Wie bei so vielen Themen komme ich dabei vor allem über meine eigenen Bedürfnisse, habe aber auch ein bisschen mit meinem KI-Zirkel hier in Freiburg darüber gesprochen. Erstmal kurz über mich. Ich bin Jennifer Fritz. Ich bin Expertin für Geschichten, die Wissen vermitteln. Das heißt, ich bringe Leuten bei, wie man durch Storytelling Wissen gut vermittelt, sowohl im E-Learning als auch im Marketing und wie man das nutzen kann, um schwere Lerninhalte, dröge Lerninhalte so zu verpacken, dass LernerInnen in jedem Alter daran Spaß haben können. Wenn ihr Fragen habt, einfach im Chat oder in direkt reinrufen, sozusagen. Ich fange einfach ein bisschen von vorne an, weil ich nicht genau weiß, wie sehr wir alle auf einem Stand sind. Deswegen fangen wir nochmal an mit der plötzlichen KI-Revolution. Die begann allerdings schon in den 1940ern. Das sind jetzt auch schon gute 70, 80 Jahre, seit KI irgendwie auf dem als wissenschaftliches Feld unterwegs ist. Mit der Theorie der neuronalen Netzwerke begann alles. Der erste Text-Chatbot gab es tatsächlich schon in den 1960ern und den ersten KI-Chatbot in den 1990ern. Das heißt, diese plötzliche Revolution, von der die Medien jetzt sprechen oder wo wir auch das Gefühl haben, dass wir gerade drinstecken, hat vor sehr langer Zeit schon begonnen. Warum hat uns KI aber jetzt erst erreicht? Was glaubt ihr, warum ist KI jetzt erst in die große Masse durchgebrochen? Woran liegt das? Sollen wir das in den Chat oder im Ihr Mikrofon? dürft gerne einfach direkt was rein sagen. Achso, okay, ja. Ich überlege gerade, weil jetzt alle gerade darüber irgendwie reden, weil einige Influencer jetzt so aktuelle Trends aufnehmen von den KI-Unternehmen, die das entwickeln und dann präsentieren, was KI alles kann, und dann taucht das immer mehr in der Bubble auf. Was sagen die anderen? Woran liegt das? Ich denke, das liegt an der Anwendung. Durch ChatGPT ist es jetzt einfach eine Anwendung da, die jeder nutzen kann. Und das war vorher nicht so. Tim hat es auch schon in den Chat geschrieben gehabt, Trainingsmodelle und auch Daniel hat recht, die Technik war vor 1,5 Jahren noch nicht breit für jeden verfügbar. Also Leute, die damit arbeiten wollten, mussten doch starkes technisches Verständnis haben oder auch Programmierkenntnisse oder in den richtigen Stellen, in den richtigen Forschungsinstituten sein, um mit damit zu arbeiten, wirklich. Und dann kam ChatGPT tatsächlich am Ende von 2022 um die Ecke. Das Trainingsmodell ChatGPT 3 hatte 2021 schon 570 Gigabyte Daten. ChatGPT 4 hat, glaube ich, 1, irgendwas Billiarden Parameter mittlerweile. Also die reine Computerleistung, die nötig ist, um diese Modelle zu betreiben, die war vorher entweder nicht erschwinglich oder gar nicht erst möglich, um es der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Ist die Menschleistung nicht da hinten dran? Vielen, vielen, die in Indien sitzen und am Computer irgendwas eingeben und bestätigen. Da ist ein ganzer Industriezweig noch hinten dran, Ja, den du nicht vergessen genau. darfst, weil da auch noch Menschen dabei sind, die neue Arbeitsplätze geschaffen haben. Genau. Und es wurde auch sehr viel Geld in, wenn man sich anschaut, was an Geld in OpenAI zum Beispiel investiert wurde oder jetzt auch im letzten Jahr im europäischen Markt investiert wurde in KI-Technologie. Das ist ein sehr großer Markt, ständig wachsend auch. Genau, was ist generative KI? Das ist eine Unterkategorie von künstlicher Intelligenz. Der Prozess des Machine Learnings wird in diesem Kontext Training genannt. Lustig, passt ganz gut zu unserem Lernthema gleich auch wieder. Und wenn ein Prompt eingegeben wird, wird statistisch ermittelt, was der beste Output dazu sein könnte. Wir hatten vorhin auch schon diese Diskussion, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass das korrekt ist. Je mehr im Internet, sage ich jetzt mal, Unwahrheiten zu einem Thema verbreitet werden, desto statistischer, wahrscheinlicher wird es ja quasi in den Informationen, die im Modell stecken. Das heißt, wenn ihr zu einem Thema viel Mist im Internet habt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr auch Mist bei der KI rauskriegt mittlerweile. Genau.
Wo hapert es bei euch beim Lernen am meisten? Also wenn ihr mal denkt, wie ihr lernt, wann ihr lernt, wo ihr lernt, was sind die Hürden, die ihr habt beim Lernen? Wir haben übrigens auch ein Mural Board. Da packe ich euch den Link dazu noch in den Chat. Denkt mal so lange darüber nach, wo es bei euch vielleicht am meisten hapert. Ihr dürft das auch gerne hier eintragen oder auch sonst eure Gedanken natürlich teilen zur Session, wenn ihr das möchtet. Ich versuche ein Auge auf alle Tabs und Bildschirme zu haben. Die Umsetzung im Alltag, sagt Michael. Was ist für dich Umsetzung im Alltag? Also zum Beispiel beim Sprachenlernen ins Sprechen zu kommen oder einfach mal auszuprobieren. Zu viele Informationen, Quellen, Ressourcen bei zu wenig Zeit. Ja. An der Orga, strukturiertes Lernen, größere Inhalte, das stimmt. Das ist auch ein Thema. Ich habe tatsächlich zu allen Themen, die jetzt hier stehen, schon was mitgebracht heute. Das freut mich sehr. Wunderbar. Ich würde einfach mal, genau, Fokus behalten. Fokus und Struktur. Da gebe ich nachher noch einen Tipp, der hat aber wenig mit KI zu tun und mehr mit Menschen. In meinem Fall, da können wir noch drüber sprechen, wie ich tatsächlich am besten lerne. Ich zeige euch jetzt den KI-Teil davon zuerst und dann gebe ich dazu noch einen kleinen Einblick. Genau, generative KI kann uns beim Lernen unterstützen, indem sie uns personalisierte Lernpfade baut, indem sie uns Zusammenfassungen auf dem eigenen Lernniveau macht, indem sie uns Visualisierungen erstellt, indem sie uns bei Sprachlernen zum Beispiel supportet, das zeige ich euch auch gleich, indem sie uns Feedback gibt zu bestimmten mit Lernhilfen oder auch indem sie das Ganze gamifiziert. Das, also auch das kann zum Beispiel beim Fokus und Dranbleiben am Lernen natürlich helfen. Claudia, ich lese mal deine Frage kurz vor, damit das alle wissen. Wer garantiert mir, dass die heutige KI korrekte Informationen zusammenträgt und vor allem aber, wer entscheidet, dass die Informationen verwendbar sind? Damit habe ich große Probleme, was mich auch dazu bewegt, nach außen KI mit Vorsicht zu genießen. Das ist korrekt. KI ist eine Blackbox. Wir wissen oftmals nicht, was in den Modellen drinsteckt, welche Daten verwendet wurden, wie sie gewichtet werden und warum gerade diese ausgespuckt werden. Wenn du in die Recherche gehen willst, habe ich aber nachher trotzdem ein Tool für dich, das deutlich bessere Ergebnisse liefert als alle anderen und es dir überprüfbar macht, wo diese Information herkommt. Deshalb würde ich einfach mal weitergehen und dann machen wir das. Welche Voraussetzungen beim Menschen müssen dazu gegeben sein? Tim, was meinst du damit? Es schließt eigentlich da an, weil Mensch muss das, was er als Ergebnis bekommt, überprüfen können. Und es wird ja heute leider oft missbraucht, dass man die KI für die Hausarbeit quasi einsetzt, die es so nicht mehr gibt. Ja. Das heißt, wenn ich nicht schon etwas gelernt habe, kann ich KI eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt sinnvoll einsetzen, weil ich es nicht überprüfen kann, weil mir die Fähigkeiten fehlen, einzuschätzen, was ich da geliefert bekomme. Das ist noch ein großes Problem. Das kommt auf die KI und das Thema an. Tim, das würde ich so nicht unterschreiben. Nein, du meinst jetzt, dass die KI das irgendwann von alleine regelt, dass sie besser wird? Nein, das ist tatsächlich so, dass man die KI sich selbst überprüfen lassen kann. Da kommen wir aber auch gleich noch zu. Ja, gut, klar. Genau. Genau, wer mit KI irgendwas Sinnvolles machen will, muss prompten können. Wissen alle im Raum, was prompten ist und wie es funktioniert? Weiß jemand es nicht, bitte jetzt in den Chat schreiben. Gut, weil dann würde ich das Prompten einfach überspringen als Thema. Ihr könnt das gerne nochmal nachlesen. Aber ich würde euch jetzt gerne 5 Cases zeigen und auch in ChatGPT und in anderen KI-Tools direkt drin auch noch was zeigen, damit ihr ein Gefühl für die Tools bekommt und für die Anwendungsfälle. Ich habe das immer so aufgebaut, ich habe quasi eine Frage gestellt. Die Präsentation bekommt ihr später im Anschluss. Das wird Holger alles regeln. Ihr bekommt auch eine Aufzeichnung von diesem Event, so viel ich weiß. Das soll automatisch aufgezeichnet werden. Und wenn nicht, findet mich einfach über LinkedIn. Ich kann es auch früher mit euch teilen, wenn es ganz dringend ist. Gut, ich habe so aufgebaut, immer eine Frage gestellt. Also was ist das Problem? Dann gesagt, welches Rezept
für einen Prompt würde ich hier verwenden, um das zum Beispiel im ChatGPT zu prompten. Und dann zeige ich euch den Prompt und auch das Ergebnis in ChatGPT. Die ersten drei Sachen sind ChatGPT und dann wechseln wir in andere Tools. Genau. Die Frage ist eben, du stehst vor einem Lernthema und weißt nicht, wo du anfangen sollst. Bei mir ist zum Beispiel so, ich möchte mich in Zukunft mehr mit Learning Datasets auseinandersetzen. Ich bin Learning Experience Designerin. Ich bin mir sicher, dass Data Analytics viel wichtiger wird für meinen Beruf in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Das ist aber ein Riesenthema. Ich bin von Haus aus Geisteswissenschaftlerin. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll mit diesem Thema. Das heißt, ich muss ChatGPT sagen, was möchte ich lernen? Wie viel Zeit habe ich für dieses Thema? Man muss aber dazu sagen, dass ChatGPT und Zeiträume schwierig sind. Also da kann immer noch Murks rauskommen. Da müsst ihr einfach mit eurem menschlichen Gehirn ein bisschen kritisch drauf gucken, ob das in dieser Zeit möglich ist. Welches Level habe ich in diesem Thema? Also wo stehe ich? Bin ich ganz am Anfang? Bin ich mittendrin? Würde ich jetzt zum Beispiel in der Sprache sagen, ich bin jetzt B2, dann versteht das ChatGPT auch. Habe ich bereits eine Weiterbildung gebucht oder einen Kurs gemacht, auf die ich hinarbeiten will? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache im Mai einen MOOC zum Thema Data Learning und will bis dahin aber mich ein bisschen aufschauen, was ist das eigentlich überhaupt, Data Analytics, und was sind so die Grundbegriffe, die ich vielleicht schon mal gehört haben sollte, wenn ich da einsteige. Und dann muss man sich eben einen Lehrplan vorschlagen lassen. Ich hüpfe einfach mal direkt in ChatGPT, weil ich es übersichtlicher finde. Ich mache es ein bisschen größer für euch. So. Ich hoffe, das kann man ganz gut lesen jetzt auf euren Bildschirmen. Genau, der Prompt ist quasi, I'm a learning experience designer, I mostly work in conception and story development. Ihr seht, ich nutze Englisch. Warum nutze ich Englisch? Ich bin immer noch der Meinung, dass die Antworten besser sind, wenn ich in Englisch prompte. Deswegen mache ich das grundsätzlich auf Englisch. Wenn ihr aber lieber auf Deutsch promptet, lasst es einfach von DeepL oder anderen Übersetzungs-KIs euch übersetzen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ChatGPT nichts anderes im Hintergrund macht. Man kriegt manchmal so seltsame Antworten zurück, dass man merkt, das wurde hin und her übersetzt im Deutschen. Gut, genau. Also die Zutaten in meinem Prompt sind, ich sage, was ist meine Rolle, was ist mein Hintergrund, in welchem Zeitraum glaube ich, dass das relevant wird, dann was mache ich an einem fixen Zeitpunkt und was möchte ich bis dahin erreicht haben. Das heißt, ich möchte erreichen, dass ich Data Literacy, von No Data Literacy to Data Literacy komme. Kannst du mir einen Lehrplan erstellen? Was hier jetzt passiert ist, ist, dass es mir gesagt hat, ich kann vor dem MOOC die 1-2 Monate, die ich habe, folgende Sachen machen. Ich kann mir grundsätzliches Verständnis hier erarbeiten und sagen, hier zum Beispiel mit Online-Artikeln, mit der Khan Academy oder Coursera. Hier gibt es freie Kurse und damit kann ich mich vorbereiten. Es gibt hier statistische Themen und mathematische Themen. Auch hier schlägt es mir vor, Khan Academy, Coursera und YouTube. Was ich interessant finde, vor einem Jahr hätte es mir hier noch Titel generiert von irgendwelchen YouTube- und Coursera-Kursen, die einfach nicht existieren. Das macht das Modell mittlerweile nicht mehr. Also ganz früher hat man tatsächlich Buch- und Artikelvorschläge bekommen, die es einfach nicht gegeben hat. Die sahen toll aus und die hätte ich alle wahnsinnig gerne gelesen, aber sie haben einfach nicht existiert, wenn man dann draufgeklickt hat. Teilweise hat es einem Links mit generiert, die einfach nicht funktioniert haben. Ihr seht eben, ich habe dann hier 1 bis 2 Monate, um mich vorzubereiten. Ich habe 1 bis 2 Monate während des Kurses und kann mich dann hier mit den Themen des Kurses parallel noch tiefer beschäftigen. Ich kann danach mich weiter beschäftigen über Advanced Data Analysis, Project Work und weiter lernen. Und ich kann aber, wenn ich möchte, zu jedem Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Post MOOC, go into detail on point 5. Dann kann ich quasi jedes von dieser Übersichtsteilen mir nochmal tiefer erklären lassen, mir nochmal genau sagen lassen, was sollte ich hier lernen und mir hier auch nochmal Tipps geben lassen. Also ich kann jetzt auch sagen, such mir die wichtigsten Bücher zum Thema Peer Review raus oder such mir die richtigsten Online-Kursplattformen raus zum Thema User Feedback. Also
ihr seht, ihr könnt hier immer tiefer gehen und dann immer tiefer ausarbeiten, was möchte ich eigentlich machen. Wo für sich ChatGPT, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht eignet, ist, dass ihr euch konkrete Buchlinks geben lasst oder konkret Links geben lasst zu Artikeln, konkret Autor und Titel von einem Link. Total oft ist das leider einfach nicht existent, was es euch da ausspuckt. Manchmal kann das schon zutreffend sein, aber es setzt ja tokenweise statistisch gesehen etwas zusammen. Das muss nicht der Realität entsprechen. Also das Buch muss einfach nicht existieren. Wenn ihr das machen wollt, würde ich einfach tatsächlich empfehlen, Google hinzuzuziehen oder einfach direkt auf Coursera, Khan Academy, auf iVersity im Deutschen zum Beispiel zu schauen, was für Kurse ihr machen könnt. Und da gibt es sehr viel kostenloses Material, zum Beispiel auch auf YouTube, mit dem ihr mal einsteigen könnt. Fabienne, du sagst, du hast deinen MOOC sogar mit ChatGPT vorbereitet. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Das klingt sehr spannend. Gut, genau, das Ergebnis. Ich habe euch das immer hier, könnt euch das dann nochmal in Ruhe danach alles angucken. Ich weiß, das ist sehr viel Text immer zu gucken, aber ich möchte euch eher das Prinzip erklären und ihr guckt es euch dann in Ruhe an, könnt es auch ausprobieren. Gebt mir auch gerne Feedback, wie es bei euch funktioniert hat. Es mangelt dir an Motivation, regelmäßig zu lernen oder ein neues Level zu erreichen. Das Problem habe ich gerade beim Schwedischlernen. Ich lerne jetzt seit 2 Jahren Schwedisch. Für alle, die vielleicht schon mal in Schweden waren, die wissen, dass wenn man Schwedisch lernt, leider das Problem ist, dass die Schweden sehr schnell Englisch mit einem sprechen, wenn sie keine Lust haben, mit deinem Kauderwelsch aus Schwedisch da weiterzumachen. Also bei mir ist tatsächlich das Problem, dass ich einfach auf kein richtiges Konversationslevel im Schwedischen komme. Ich kann das gut lesen, ich kann es sogar gut schreiben, aber ich kann es nicht gut sprechen, weil es einfach nicht passiert in meinem Schwedischaufenthalt. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist die Zutat, die ich brauche? Ich muss wissen, was möchte ich lernen? Wo stehe ich im Lernprozess? Also ich bin jetzt eben B2 wahrscheinlich ungefähr im Schwedischen. Welche Grundlagen kann ChatGPT nutzen, um mich abzufragen und mit mir zu reden, auch Schwedisch? Was soll überprüft werden? Wie ist die Gamification? Und wie möchte ich belohnt werden? Wir alle sind uns, glaube ich, darüber im Klaren, dass Lernen ohne Belohnung, ohne regelmäßige Belohnung einfach im Nichts versandet. Das ist bei mir auch so. Ich habe festgestellt, dass Duolingos Gamification bei mir sehr gut funktioniert zum Beispiel und Bubble gar nicht. Deswegen, je nachdem, wie ihr so drauf seid, könnt ihr das auch sehr individuell gestalten. Ich gehe direkt in den Prompt hier wieder rein. Das war der Ursprungsprompt, den habe ich mittlerweile ein bisschen verfeinert, weil es nicht genau wusste, an welcher Stelle ich welche Sprache haben möchte. Ich lerne Schwedisch über Englisch, weil es das sonst auf Duolingo gar nicht gibt. Das heißt, meine Abfrage ist auch auf Englisch, damit die Verknüpfung im Gehirn funktioniert bei mir. Genau, ich möchte einen Schwedisch-Konversationskurs haben für jemanden, der auf mittlerem Level ist. Ich möchte Themen wie Travel, Food, Hobbys in Schwedisch haben. Bitte rate mich auf einer Skala von 1 bis 10 und sag mir, wie gut der Satz, den ich gerade gebildet habe, war. Erklär mir hinterher aber auch, was ich falsch gemacht habe, damit ich besser werden kann, und zeig mir, wie der Satz richtig gewesen wäre. Und belohne mich nach immer 40 Punkten, die ich habe, mit einem Gedicht, mit einem schwedischen Song, mit einer Popkulturreferenz, einfach, dass ich ein bisschen mehr über das Land lerne. Ich habe, wie ihr seht, hier auch tatsächlich einen Link angegeben auf ein Repositorio, das sich auf Duolingo bezieht, also mit der App, mit der ich lerne, und gesagt, hier, nutze das bitte, um Grammatik und Sprache mit mir zu üben. Alles bis zum Past Tense habe ich gelernt. Und da hören wir auf. Ihr seht, der Kurs ging los. Das Szenario war, ich reise nach Schweden und welche Städte will ich jetzt besuchen und warum? Wie ihr seht, habe ich meine erste Antwort gegeben. Und dann sagt es mir, danke für deine Antwort, hier ist dein Feedback, hier ist das Score, hier ist das Feedback, was grammatikalisch noch besser werden kann, erklärt. Und hier ist der korrigierte Satz. Das funktioniert, sagen wir mal, in 80% der Fälle gut. Es funktioniert relativ sicher auch korrekt, weil ich eine gute Quelle angegeben habe, auf die es zurückgreifen kann, um Sprache mir zu vermitteln. Ob es 100%ig korrekt ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Nur mit dem grammatikalischen Verständnis, das ich habe, kann ich draufschauen und sagen, ja, das ist wahrscheinlich korrekt oder nicht. Was auch ganz interessant war, ChatGPT kann nicht so gut zählen oder ich war nicht genau genug im Prompten, weil als wir dann hier langsam mal irgendwann ankamen und also gesagt, komm, gib mir mal einen Zwischenstand hier, wo stehe ich denn jetzt, 32 Punkte, hat noch gestimmt. Und dann war es ganz interessant, nach 40 Punkten habe ich tatsächlich dann auch meinen Reward gekriegt. Allerdings wollte es mich dann direkt wieder belohnen. Also es hat nicht verstanden, dass ich jeweils nach 40 Punkten belohnt werden möchte, damit ich ja auch weiter lerne, sondern es hat mich einfach direkt wieder und wieder und wieder belohnt. Und dann musste ich sagen, nee, wir machen jetzt wieder 40 Punkte und dann kriege ich wieder eine Belohnung. Also da sieht man eben, dass Sprache ist einfach ungenau manchmal und da müsst ihr ein bisschen rumprobieren, wie das für euch am besten funktioniert. Habt ihr dazu schon eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Mhm. Das ist Katja. Ich habe es gerade schon in den Chat geschrieben. Ich finde das spannend mit dem Quellen angeben, weil du gesagt hast, du hast die Seite angegeben. Wie ausschließlich funktioniert das denn? Kann ich dann sagen, nimm die und die? Weil ich habe das mal ausprobiert mit Analyse von Webseiten und dann hat er gesagt, das würde nicht funktionieren. Er könnte nicht Webseiten analysieren. Das kommt drauf an, was du nutzt. Also ich nutze ChatGPT 4. Mhm. ChatGPT hat Zugriff, 4 hat Zugriff aufs Internet. Das musste man früher über sogenannte Widgets machen. Das geht aber jetzt mittlerweile automatisiert. Wenn die Seite dir sagt, sie kann nicht ausgelesen werden, dann haben die einen No-AI, also wie ein No-Robot-Text. Okay. Dann haben die quasi einen No-AI-Text. Das kann passieren. Ist mir bisher selten passiert, muss ich sagen. Ja, weil ich hatte das schon, dass es funktioniert hat und dann hat es wieder nicht. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber das ist natürlich dann... Was du auch machen kannst, ist natürlich es rausziehen aus der Website und als Excel, PDF, was auch immer dann reinschmeißen. Das sollte dann wieder funktionieren, darauf zuzugreifen. Ich weiß nicht, ob das zu detailliert ist, aber wie schmeiße ich eine PDF rein? Ich muss das doch mal kopieren, oder? In der ChatGPT 4 geht es auch. Okay, also da kann man es hochladen. Und einfach, also auch Bilder könnt ihr da reinpacken und analysieren lassen. Und das funktioniert mehr oder weniger gut. Das ist die Antwort, auf die du gewartet hast, ist quasi, wie exklusiv macht es das? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, dass es bisher nichts abgefragt hat, was ich nicht schon mal gehabt hätte. Danke. Ja. Dann würde ich euch noch eine Variation dazu zeigen. Ich bin ja Storytellerin, das ist ja mein großes Steckenpferd. Das heißt, ich habe dann versucht, dieses Game, dieses Sprachspiel in Stories verpacken zu lassen. Also ich habe dann gesagt, erzähl mir Geschichten für Kinder, auf Kinderlevel quasi in Schwedischen, in die ich dann Worte einbauen muss im Schwedischen. Also ich muss dann die korrekte Wortform einbauen in diesen Satz, in dieser Geschichte. Das hat einigermaßen funktioniert. Es funktioniert auch wieder hier mit den Punkten, mit dem Feedback. Interessanterweise fettet es mir das hier nicht mehr. Es war nur ganz interessant. Beim ersten Versuch habe ich es in 2 Tabs gemacht und aus Versehen gleichzeitig denselben Prompt losgeschickt und einer war in Schwedisch und einer war in Englisch, die Antwort. Also ihr müsst ganz genau sein, wirklich präzise sein, wo ihr welche Sprache haben wollt und da auch ein bisschen rumprobieren, wenn das erste Ergebnis nicht so gut ist. Also probiert es einfach nochmal und seid genauer, was ihr wo haben wollt. ChatGPT ist darin eigentlich schon ganz gut geworden, die richtige Sprache an der richtigen Stelle zu nutzen. Genau, also hier seht ihr, habe ich ein bisschen rumprobiert mit dieser Geschichte. Was es eben noch nicht gut kann, ist die Geschichte weitererzählen. Also es fängt dann einfach was Neues wieder an und was komplett anderes. Da arbeite ich gerade noch dran, das zu verbessern. Genau. Gut. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, verschiedene Perspektiven auf dasselbe Thema zu haben. Man kommt ja meistens aus einer ganz bestimmten Richtung in ein neues Thema hinein. Und oftmals ist aber die eine Perspektive ja nicht die einzige Perspektive auf dieses Thema, die es gibt. Das heißt, ich kann ChatGPT eine Rolle zuweisen und sagen, das ist mein Lernthema. Ich möchte dich als Experte zu diesem Lernthema befragen. Und wie möchte ich mein Ergebnis präsentiert haben? Ich habe zum Beispiel seit neuestem eine Histaminintoleranz
Und ich wollte mich jetzt damit beschäftigen, was ist denn mit diesem SIGI-Rating? Das ist was, womit man den Histamingehalt von Essen bewertet. Das ist aus der Schweiz. Ich weiß aber, dass es nicht komplett unumstritten ist. Habe ich mal in so einem Nebensatz gelesen. Was ist gut daran? Was ist schlecht daran? Ich führe jetzt quasi ein Interview mit dir und du gibst mir Antworten auf diese Fragen. Also hier seht ihr, es gibt mir dann eben, es ist jetzt ein Nutritional Expert, also es nimmt diese Rolle ein und ich kann dann befragen eben, was läuft gut an diesem Thema, was läuft schlecht an diesem Thema. Und das ist hier relativ lang auch. Und dann könnt ihr aber noch weiter fragen. Also wenn ihr in diesen Antworten dann wieder Sachen habt, die ihr nicht versteht oder die ihr genauer erklärt haben wollt, könnt ihr auch noch tiefer fragen und einfach die Rolle des Interviewers einnehmen quasi und dann sagen, gib mir mehr Insight zu diesem Thema. Okay. Im Chat ist nichts Neues. Sind wir bereit, ChatGPT zu verlassen? Ja, Katja? Ja, ich habe nochmal, der Michael hat auch gefragt, weil das Wissen ja ein paar Jahre alt ist. Welches Wissen? Also Michael hat geschrieben, ich habe gemerkt, dass das Wissen von ChatGPT immer ein paar Jahre alt ist. Das heißt oft überholt. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Welche Variante von ChatGPT nutzt Michael? Weil 4 hat vollen Zugriff aufs Internet. Das ist okay. Nicht mehr so. Vielleicht ist das aber auch aus einem anderen Thread. Ich komme hier mit der Software. Entschuldigung, alles klar. Ist wirklich von hier. Deswegen. Genau, und wenn ihr sicher gehen wollt, dass eben ganz aktuell ist, könnt ihr eben neue Quellen auch reingeben. Also wenn ihr aktuelles Wissen zugeben wollt, sagt einfach hier, nehmt ihr aus dieser Website, aus diesem PDF zusätzlich Informationen zu diesem Thema und gebt mir einen aktuellen Überblick. Aber eigentlich müsste 3.5 das auch können. Also das war letztes Jahr noch so, unter 3 vor allem, dass man keinen Zugriff auf Daten hatte, die älter waren als 2021. Der letzte Datensatz ist, glaube ich, vom April 2023 oder Herbst 2023. Hat Peter gerade geschrieben. Genau. Okay, aber durch den Zugriff aufs Internet relativiert sich das. Und wie gesagt, also wenn ich es wirklich präzise haben will, dann gebe ich Quellen dazu, mit denen es arbeiten soll. Gut, dann zeige ich euch den nächsten Fall. Dürfte ich noch mal fragen, was meinst du damit, dass du Quellen zugibst? Sagst du eine Literaturquelle oder sagst du dann... Auch das funktioniert, je nachdem, wie berühmt das Buch ist. Also man kann auch sagen, hier kennst du die Theorie zum Storytelling von Thomas Gottschall, fass mir das mal zusammen. Das funktioniert. Bei ganz neuen Büchern wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ihr habt bei mir gesehen, ich habe einen Link angegeben auf eine Grammatik-Erklärseite zum Schwedischen. Also ich habe quasi das gesagt, nimm diese Quelle, weil da ist alles drin, was ich schon gelernt habe. Ja, genau. Das heißt, du kannst die Webseite als Quelle angeben? Genau, das habe ich gemacht. Oh, ich habe einfach quasi gesagt, greife auf diesen Link zu und nutze das bis zu diesem Punkt. Genau, also ChatGPT 4 kann es auf jeden Fall, bei 3.5 bin ich mir gerade nicht so genau sicher. Genau. Danke dir, Jenny. Spannend. Ja, genau. Philipp hat hier auch im Chat nochmal erklärt, 3.5, der Cut-off der Daten ist Januar 2022 und der Cut-off für 4 Turbo ist April 23. Aber wie gesagt, durch den Zugriff von 4 aufs Internet könnt ihr das eben relativieren. Genau, nächster Fall. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt ein neues Thema, mit dem ihr euch beschäftigen wollt und ihr habt ganz viel Recherche gemacht und jetzt habt ihr ganz viele Dokumente in einem Ordner auf dem Computer liegen, mit denen ihr euch mal beschäftigen sollt, aber in welchen von diesen Dokumenten ist auch wirklich was Interessantes drin zu deinem Thema? Also ich habe das total oft, dass ich als Studierende zum Beispiel in Dokumente reingeguckt habe und da stand eigentlich gar nichts zu meinem Thema drin und ich habe dann eine halbe, dreiviertel Stunde verschwendet eigentlich. Das ist nicht mehr nötig. Ich zeige euch jetzt Chat-PDF, aber Adobe wird das auch bald in den Acrobat Reader einbauen und ist schon dabei, das auszurollen. Ich weiß aber nicht genau, ob es exakt gleich aussieht. Einfach, dass ihr es schon mal gesehen habt. Man kann ein PDF zum Beispiel bei Chat-PDF hochladen und sagen, hier hast du hier zum Beispiel diese Familienakte aus dem Studium von einer Freundin von mir und kann es hier eben
anfangen, hier sagen, I'm here to assist, also das, der Chat erklärt sich selbst, was kann ich jetzt hier machen? Ich kann hier jetzt Fragen an das Dokument stellen. Ich habe hier zum Beispiel die Frage gestellt, welche psychologischen Gesichtspunkte sind in dieser Akte zu erkennen? Und dann listet euch das auf in der Akte, aber es listet euch das nicht nur auf in der Akte, sondern ihr könnt auch zu der Seite springen, auf die es referenziert. Also es fasst euch quasi dann das Dokument zusammen und sagt, hier sind die Abschnitte, die ich für diesen Satz verwendet habe. Hier sind die Abschnitte, die ich für diesen Teil verwendet habe. Und ihr könnt da hinspringen und das überprüfen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Jahr an Daten sucht oder auch ein ganz, ganz spezielles Thema, könnt ihr über Chat-PDF einfach genau diese Teile anspringen im Dokument, mit denen ihr euch beschäftigen solltet. Das Gute daran ist, hiervon muss man auch nicht groß prompten können, weil das ist eine spezialisierte KI, die dazu da ist, dass wirklich jeder sie nutzen kann und damit PDFs durchsuchbar werden. Wie gesagt, Acrobat hat das jetzt vorgestellt vor ein paar Wochen, dass sie das ausrollen werden. Ich habe es in meiner Educator-Lizenz noch nicht drin. Vielleicht hat es aber jemand von euch schon gesehen oder ausprobiert. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es dann auch wie hier die Referenzen verlinkt, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus. Das heißt, wenn ihr große Berge an Informationen habt, die euch als PDF vorliegen oder die ihr in PDFs umwandeln könnt, könnt ihr hiermit arbeiten und die durchsuchbar machen. Es gibt einige Studien dazu, dass diese KIs, die sehr spezialisiert eben sind, in der Mitte noch ihre Schwächen haben von Dokumenten. Ihr seht auch hier, wir haben jetzt nur wenige Referenzen in der Mitte des Dokuments. Das muss man ein bisschen beobachten. Also wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass es nichts übersehen hat, einfach nochmal querlesen im Zweifelsfall die Stellen. Aber es ist besser geworden in den letzten Monaten. Wir stehen auch hier ja erst am Anfang einer Entwicklung. Dazu habe ich eine Frage. Ja. Was ist da mit dem Thema Datensicherheit? Also wenn ich jetzt PDFs hochlade, wie schaut es aus? Die werden quasi von Chat-PDF ausgelesen auf diese Art und Weise. Was passiert dann damit? Bei Chat-PDF würde ich davon ausgehen, dass es dem amerikanischen Datenschutzrecht folgt und damit problematisch ist. Meine Studierenden finden das vernachlässigbar, muss ich sagen. Aber bei Acrobat könnt ihr darauf gehen, dass der Datenschutz eingehalten werden wird. Die sind ja jetzt schon sehr weit vorne mit dabei und haben sich das sehr gut überlegt, wie man das auch mit dem DSGVO in Europa vereinbaren kann. Also normalerweise ist es dann so, dass es zeitweise auf einem Server gespeichert wird und danach gelöscht, soweit ich das nachvollziehen kann. Okay, danke. Also ich gehe davon aus, dass Acrobat die bessere Variante ist. Ich gehe auch davon aus, dass der Microsoft Copilot sowas Ähnliches kann oder können wird in Zukunft, weil das ist einfach eine zu gute Funktion, um sie nicht mit einzubauen. Wir kennen Microsoft. Und auch dort ist es ja so, dass sie den Copilot jetzt erst zugänglich gemacht haben für Europa, weil da eben auch noch Datenschutzfragen offen waren. Aber auch dort wird es eben so funktionieren. Tim hat den Acrobat PDF Assistant teilweise getestet. Der erste Eindruck ist super. Vom Assistent kommen viele gute Vorschläge, das PDF zu analysieren. Auch schon. Also es gibt euch sogar schon die ersten Prompts mit, sogar, was in diesem PDF spannend sein könnte für euch. Gut, das letzte Thema ist eben Recherche. Ich habe vorhin schon gesagt, ChatGPT ist nur bis zu einem gewissen Grad vertrauenswürdig, was Quellen angeht, oder eigentlich gar nicht, wenn man es genau nimmt. Es wird euch keine Quellen nennen, es wird euch nicht sagen, wo es die Daten her hat, auch wenn ihr nachfragt, bekommt ihr das noch nicht gezeigt. Dafür gibt es aber ein besseres Tool. Perplexity ist definitiv der bessere Ansprechpartner, wenn es um Recherche geht, weil ihr hier bei Perplexity euch aussuchen könnt, welche Daten möchte ich nutzen, um dieses Thema zu erforschen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte nur akademische Daten, ich möchte nur Internetdaten, ich möchte Wolfram Alpha, YouTube oder nur Reddit. Also das sind hier so die Silos, die es im Moment gibt. Das wird sich sicher noch erweitern. Aber hier ist zum Beispiel, könnt ihr eben sagen, ich möchte nur akademische Quellen zum Thema haben.
So, jetzt legt Perplexity hier los oder auch nicht. Na? So, jetzt legen wir los. Ihr seht, es nennt mir als allererstes Quellen, die es gefunden hat. Manchmal fragt es auch noch zurück, wenn es sich nicht sicher ist, was ich mit einem Begriff meine, fragt der Co-Pilot von Perplexity zurück und sagt, ich habe hier aber die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt Erwachsenenbildung, Kinderbildung, grundsätzlich Bildung, was meinst du denn? Und dann kannst du noch anklicken, das habe ich gemacht, das habe ich gemeint. Das sehen wir jetzt hier nicht, aber ich glaube, ich habe noch ein anderes Beispiel, da kann ich es euch zeigen. Aber was wichtig ist, ist, dass ihr eben auch hier klickbare Quellen habt bei jeder Aussage, die von Perplexity getätigt wird über die KI. Das heißt, es fasst euch das Wissen zusammen. Ihr könnt es aber auch überprüfen, ob ihr das auch so seht wie Perplexity. Gucken wir mal, ob wir eins finden. Ah ja, hier. Seht ihr zum Beispiel, wie die Schritte waren der KI, dieses Thema zu durchdringen. Jennifer, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Mhm. Hast du ein Bezahl-Account für Perplexity oder ist das eine Free-Version? Das ist der kostenlose. Also der Co-Pilot, den ihr jetzt hier zum Beispiel in Action seht, der kann, glaube ich, nur 4 am Tag mit Perplexity, wenn ihr kein Bezahlmodell habt. Man muss aber dazu sagen, Perplexity hat jetzt auch noch Perplexity Lab, wo man auch verschiedene KI-Modelle, wie zum Beispiel Llama und Claude, auch zugreifen kann, also als Alternativen zu ChatGPT. Also auch das wird immer attraktiver. Ich beobachte es so ein bisschen, wann es sich lohnt, quasi von OpenAI zu Perplexity rüber zu wechseln. Muss man ein bisschen schauen. Ja. Wer steht hinter Perplexity? Kann man in Perplexity auch Quellen im Prompt angeben, die es mit nutzen soll? Ich glaube nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert bei Perplexity, weil Perplexity eben gute Quellen im Hintergrund hat, aber das müsste man mal ausprobieren. Wer steht hinter Perplexity? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich hatte das auch mal nachgeguckt, aber ich gucke nochmal. Perplexity Inc. Also die Gründer sind Arvin Srinivas, Dennis Yarad, Antti Konvinsky und Johnny Ho. Das sagt mir jetzt alles nicht so super viel, muss ich sagen. Vielleicht hat es bei dem einen oder anderen von euch geklingelt. Das kann das mal hier in den Chat packen bei euch. So, das sind die Gründer von Perplexity. Was bei Perplexity und anderen KIs natürlich immer noch so ist, ihr könnt nicht sehen, welche Quellen nicht genutzt wurden und warum sie nicht genutzt wurden. Also das ist was meinen Studierenden zum Beispiel auch bei Elicit und anderen wissenschaftlichen KIs aufgefallen ist, dass sie nicht genau sagen können, warum habe ich diese Information jetzt bekommen? Und wenn ich es noch 10-mal dieselbe Frage stelle, warum kriege ich andere Antworten und warum wird was jetzt neu gewichtet und warum nicht? Also ihr könnt natürlich nie sicher sein, dass ihr alle Informationen gesehen habt. Ich glaube dennoch, dass es eben hilfreich ist, um beim Lernen schneller voranzukommen, sich schneller einen Überblick zu verschaffen und auch eine bessere Struktur. Was ich aber daneben natürlich tue, ist, dass ich Lerntandems habe. Also ich nutze Menschen oder menschlichen Austausch, um auch zu garantieren, dass ich alle 2 Wochen auch was gemacht habe. Also bei mir ist es wirklich notwendig, dass ich mich alle paar Wochen mit jemandem zusammensetze, über dieses Thema spreche, sage, das haben wir beide gelernt, was war dein Problem, was war mein Problem und mich so im Lernen auch halte. Also reine Gamification alleine hilft bei mir nicht. Das heißt, bringt künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz in eurem Lernen an den Stellen ein, wo es für euch am besten passt. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Ganz, ganz kurz, also ich bin heilfroh, dass du das gerade sagst, weil ich mache gerade eine Ausbildung zum agilen Lerncoach. Und ich habe jetzt, also während ich mir das jetzt hier angeschaut habe, habe ich gedacht, na super, kannst ja nicht gleich wieder aufhören. Aber tatsächlich merke ich gerade, dass in der Ausbildung zum agilen Lerncoach das Thema die Nutzung von KI bisher noch nicht thematisiert ist und das werde ich mit einbringen. Also bin wirklich jetzt gerade dankbar. Ja, also ich bin hier, ich sitze im selben. Unterstützen, ja.
Genau. Anja, ich sitze da auch im selben Boot mit dir. Ich bin ja auch normalerweise die, die Lerninhalte aufbereitet für Menschen. Und ich bin persönlich der Meinung, ich gucke da auch viel in die Zukunft. Also ich schreibe gerade an einem White Paper zu möglichen Zukünften des Lernens auch. Und das ist auch sehr spannend, da zu sehen, wo der Mensch da die Rolle hat, wo die KI die Rolle hat, wie man zusammenarbeiten kann oder auch gegeneinander in diesen Szenarien. Und also ich persönlich würde mir wünschen, dass Menschen, also dass zum Beispiel Lehrer mehr Lernbegleiter werden und auch Trainer mehr Lernbegleiter, dass der Austausch genutzt wird quasi mehr, also dass es nicht mehr so sehr um hartes Wissensvermitteln geht, sondern um Unterstützung im Lernprozess. Ich glaube, da hapert es nämlich bei vielen, also bei unseren E-Learnings ist es so one size fits all und wir alle wissen, dass bei 60.000 Mitarbeitern nicht alle dieselbe Lernstrategie haben werden. Und ich glaube, da liegt unglaublich viel Potenzial in Zukunft drin. Okay. Ja, sehe ich auch so. Es ist langfristige Lernen. Das ist eigentlich das Thema und das Lernen begleiten. Und es ist nicht dieses punktuell und dann wieder raus irgendwie, was in den Unternehmen gemacht wird. Es ist eigentlich so, so funktioniert es nicht optimal. Genau, Lernstrategien werden auch viel wichtiger werden in Zukunft. Da kommst du sicher auch ins Spiel als Coach. Okay, danke. Wie ist es bei den anderen? Seht ihr, oh, ich habe hier noch Anfragen, als Kamera zugeschaltet zu werden. Das mache ich hier mal schnell noch. Entschuldigt, ich habe das während meines Vortrags nicht alles im Auge behalten können. Genau. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Habt ihr Ideen, wie ihr das für euch nutzen könntet, mitgenommen? Das ist immer sehr viel Text, deswegen freue ich mich auch, wenn sich einige von euch noch lernen, wenn sie es mal selber ausprobiert haben. Ich habe es auch teilweise schon auf meiner Website stehen und auf LinkedIn berichte ich regelmäßig darüber. Wo seht ihr für euch das Potenzial, mit KI zu lernen?